Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben mir erlaubt, aus der Krypta rauszugehen und jetzt suchen wir die verdammten Spezialisten. Das kann doch nicht sein, dass die... Euer Gnab, ihr habt schon eine ansehnliche Sammlung beisammen. Ja. Sind sie hier? Moment, da ist doch... Mutterschüsse. Ah, das sind zumindest eine. Nee. Die sah nur so aus wie die eine, die da rumgeturnt ist. Wer bist du? Irgend so ein Hampel, der hier in der Gegend rumsteht und nichts tut. Euer Gnaden. Was ist mit unseren Vorräten? Wie würdet ihr unseren Bestand an Vorräten einschätzen? Unsere Speicher sind gefüllt und ich denke, die Lage wird sich weiter verbessern. Okay, ich danke. Ich kenne sie doch. Weitermachen. Für einen Moment. Inquisitor. Ja, für einen Moment dachte ich, ich kenne sie nicht. Also, ich hätte nicht mit ihr gesprochen. Sie wäre vielleicht neu. Ja, Ratsraum. Verdammt, ich dachte. Gut, er will die anderen Typen sehen. Was haben wir? Also, da war. Im anderen Teil gab es Champion-Plünderer. Geisterkrieger. Es gab noch mehr. Templer, Plünderer, das weiß ich. Man konnte zwei auswählen aus vier. Dann kam Champion oder Bollwerk. Und der Geisterwaldkrieger. Irgendwie so etwas. Damals habe ich nur eine Spezialisierung genommen, Templer. Denn ich fand es wichtig, gegen Templer, gegen Magier kämpfen zu können. Inquisitor. Ja, hier, ein Rat. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Wir müssen die roten Templer ausmerzen. Sie bilden den Hauptteil von Corypheus' Truppen. Auf bald. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Okay. Und dann später bei dem DLC habe ich mir dann die anderen zwei geschnappt. Inquisitor. Ja, sehr schön. Ich bin gerade dabei zu überlegen, wo zum Geier die verdammten Spezialisten sind. Ah, Hawk ist jetzt hier. Ich dachte mir, was ist das? Und es ist erstaunlich, in diesem Spiel, also damals, war ich Das war das Lustigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Die Katze hat getanzt und ist wie verrückt herumgesprungen. Das hat mir wirklich den Tag versüßt. Beim Erbauer keine Ahnung, was in den kleinen Rattenfänger gefahren ist. Quartiermeisterin? Cassandra? Es ist der Quartiermeister. Gut. Hallo, Cole. Er hat seinen Vater nicht getötet. Er war sein Vater. Was? Ihr habt seltsame Dinge getan. Also, Cole. Fliegen. Rüben schmecken nur gekocht. Ihr stellt Käse und Minze und Dolche sind sicher. Warum? Irgendjemand hat einen ganzen Laib Käse gestohlen. Mäuse mögen Käse. Mögen Mäuse auch Schüsseln voller gemahlener Minze? Die waren für die Katzen. Okay, ah ja. Wir unterhalten uns später. Woher wisst ihr das? Weil ich es sage. Es waren Spezialisten. Das habe ich gesehen. Nur wo sie hingingen, habe ich nicht gesehen. Ich will... Würde man normalerweise nicht mit ihnen reden? Ich lasse extra Spezialisten herbeitanzen und die... sind dann unauffindbar? Seid mir gegrüßt, euer Gnaden. Sigrid, was macht ihr hier? Ich mache nur meine Arbeit. Ja, ich finde toll, ich fand auch vorher toll. Euer Gnaden?
Will auf das Geschäft, wie kann ich helfen? Die Himmelsfeste muss verlässlich mit Waren versorgt werden. Wie kann ich helfen? Seh zu, dass die Handelswege frei sind und mach die Vorposten wieder sicher. Dann kommen die Händler ganz von allein. Okay, und wie läuft das Geschäft? Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser. Dank euch. Ja. Okay. Wir reden ein andermal. Gewiss, Lord Inquisitor. Sie hat Schwerter hinten aufgestellt. Gut, Aber... Moment, haben wir eine Quest, die besagt der Spezialisierung? Was mache? Das müsste dann in der Himmelsfeste sein. So. Grüner Garten, bisschen meisterhafter Handwerk. Lass einen Gegenstand verzaubern. Lass Harrod dein Meisterstück herstellen. Harrod. Ich sei nach Garrett. Und dein Gegenstand verzaubern. Okay. Vielleicht gehört das zum inneren Kreis. Erinnerung. Zum Weg der Inquisition. Ah, Spezialisierung für den... Sprech mit den Ausbildern. Okay, aktivieren und jetzt suchen. Verdammte Scheiße. Moment. Ah, ein Stockwerk. Da oben sind sie, verdammt. Gut, dann... Kein Wort dazu. Kallen ist immer noch nicht hier, also können wir hier nicht mit ihm reden. Da sind sie ja. Ich dachte, die wären auf dem Vorplatz, aber gut. Lord Chandra de Lyon. Sehr. Und Brecherin Tram. Gut, reden wir zuerst mit ihr. Dann wollen wir euch mal ansehen. In Ordnung. Ihr werdet es überleben. Vielleicht. Und wer seid ihr? Ich bin eine Brecherin. Mein Name ist Frem. Und ich hatte nicht mit einem Boten von diesem Ort hier gerechnet. Der Inquisitor will also ein Plünderer werden? Was ist eine Brecherin? In ihr Lachen einfallen. Ich nutze alles, was uns hilft. Kommt zu Sachen. Na, zuerst mal hier. Euer Titel ist Brecherin. Was ist das? Es ist ein Name, der seinen Zweck erfüllt. Ihr werdet ein Plünderer. Oder ihr zerbrecht. Dies ist nicht der richtige Weg für jene, die sich darum scheren, was andere denken. Ihr wollt Macht? Dann steht dazu. Ihr habt Schlachten zu gewinnen. Wenn ihr gut dastehen wollt, könnt ihr eure eigene Geschichte schreiben, nachdem ihr gesiegt habt. Also lasst uns keine Zeit vergeuden. Ihr habt Drachen zu bezwingen, Tränke herzustellen und Blut zu trinken. Zeigt mir, wie es geht. Warum solltet ihr euren Weg folgen? Er muss Blut trinken. Das klingt gefährlich. Er muss Drachen bezwingen. Zuerst einmal hier. Blut? Ich muss Blut trinken? Was soll das heißen? Es heißt, was es heißt. Also denkt gut darüber nach. Dieser Weg beginnt und endet mit Drachenblut. Blut ist Leben. Leben ist Macht. So einfach ist das. Plünderer wissen es. Blutmagier wissen es. Alle anderen können in der nächsten Welt darüber debattieren. Okay, warum soll hier und ein Drachen bezeugen? Hab Was ich schon. Haben denn Drachen damit zu tun? Drachen sind das Herz all dessen. Das schlagende Herz. Wir nehmen es dem Drachen und werden dadurch mehr als nur Sterbliche mit Schwertern. Wir werden zu einer Verbindung zur Macht, sind aber keine Magier. Dämonen können nach uns greifen, finden aber keinen Halt. Sie sind Sklaven der Klinge, eurer Klinge. Okay, das klingt gefährlich. Das klingt, als gäbe es dabei zahlreiche Risiken. Es gibt keine Risiken, sondern lediglich ein Versprechen. Wenn ihr diesem Weg folgt, werdet ihr euch verändern. Ihr könnt dieses Leben niemals hinter euch lassen. Doch anders als bei den Grauen Wächtern oder den Templern, verzehrt es euch nicht. Ihr sterbt nur, wenn ihr versagt. Bis dahin erwartet euch einzig und allein der Ruhm. Und warum sollte ich euren Weg folgen? Zu was wird mich das befähigen?
Dazu nicht einfach nur zu siegen, sondern zu triumphieren. Eure Siege werden blutig sein. Je mehr eure Gegner schwinden, desto mächtiger werdet ihr. Je mehr sie an ihren Sieg glauben, je mehr ihr blutet, desto größer wird euer Triumph sein. Ihr wollt eine Inspiration sein? Seid eine Inspiration des Schreckens. Zeig mir, wie es geht. Also gut, sagt mir, was ich tun muss. Gerne. Es gibt Anweisungen. Es gibt verschiedene Schritte. Am Ende steht eine Wahl. Ich freue mich auf das, was ihr sein werdet, Inquisitor. Weg des Plünderers. Sehr und Lot. Okay, Sehr, wer bist du? Herold. Es heißt, ihr wollt euch weiterbilden, um jene, die euch folgen, nicht zu blamieren. Ich wurde hierher gerufen, um euch in den körperlichen Aspekten der Templerausbildung zu unterweisen. Ich bin Sir. Sir, was? Sir. Unsere Zeit ist knapp bemessen, Herold. Kann ich davon ausgehen, dass es euch ernst ist? Ich danke euch sehr. Ihr seid sehr. Ich bin Inquisitor. Unterrichtet mir über den Orden. Ich danke euch sehr. Ich heiße euch willkommen und freue mich auf eure Unterweisungen, Sir. Daran zweifle ich nicht. Viele wollen Teil des Ordens sein und somit auch dessen, wofür er steht. Doch das lehre ich nicht. Weder der Orden noch der Glaube sind die Quelle der Templerfähigkeiten. Der Glaube erlaubt es den Templern lediglich, ihre Fähigkeiten zu ertragen. Ich lehre euch, Magie zu unterbinden. Nicht sie zu bekämpfen, nicht ihr zu begegnen, sie zu unterbinden. Und diese Macht liegt im Lyrium. Ihr werdet einen Harras herstellen, seine Auswirkungen ertragen und euch der Erleuchtung als würdig erweisen. Wie ihr dies durchsteht, wird eure Sache sein. Andras steht mir bei. Was ist dieser Harras? Was sind die Risiken? Warum sollte... Okay, zuerst einmal hier ein bisschen... Ich bin für das hier bestimmt. Der Segen Andrastes wird es mich durchstehen lassen. Glaubt daran. Glaubt so fest daran, wie ihr nur könnt. Es geht nicht darum zu glauben, ich bin tatsächlich gesegnet. Und spürt ihr diesen Segen jede einzelne Sekunde in euren Knochen? Denn das ist es, was euch erwartet. Okay, was ist dieser Harras? Könnt ihr mir diesen Harras näher beschreiben? Es ist ein schlichtes Kästchen oder ein verziertes. Es enthält einfache Werkzeuge oder mit Juwelen besetzte. Es hängt davon ab, was ihr braucht. Ihr werdet ihn nutzen, um euren täglichen Lyriumtrank zuzubereiten, mit dessen Hilfe ihr die Magie unterbinden könnt. Kein anderer kann dies für euch tun. Und schon bald werdet ihr nicht einmal mehr merken, dass ihr es tut. Es wird ein Teil von euch sein. Okay, was sind die Risiken? Was genau werde ich durchstehen müssen? Den Templern in der Inquisition scheint es gut zu gehen. Es gibt in euch etwas, von dem ihr nicht wisst, dass es da ist. Wenn ihr ein Templer werdet, wird es euch jedoch deutlich bewusst werden. Ihr werdet euch mächtig fühlen. Ihr werdet es genießen. Doch sobald ihr euch daran gewöhnt habt, wird dieses Etwas hungrig werden. Etwas Vergleichbares habt ihr noch nie gefühlt. Der Orden bekämpft es durch Gemeinschaft. Doch ich weiß nicht, was ein Herold ihm entgegenzusetzen hat. Okay, und warum sollte ich euren Weg folgen? Also gut, erzählt mir von den Vorteilen. Magie soll den Menschen dienen. Dies wird durch die körperliche Kraft und den Willen der Templer sichergestellt. Wir verweigern dem Magier seine Magie. Wir verweigern dem Dämon seine Magie. Wir sind in der Schlacht das Leuchtfeuer der Rechtschaffenheit. Ihr wollt wissen, was die Vorteile sind, Herold? Der Vorteil ist Kontrolle. In Ordnung, Sir. Ich bin bereit zu lernen. Das sagen sie alle. Hier. Doch seid euch bewusst, dass dies lediglich ein Anfang ist. Die Schritte sind einfach. Töten, lernen, herstellen. Und falls ihr normalerweise nicht betet, Inquisitor, so empfehle ich euch, damit zu beginnen. Wenn auch nur, um den Ruf des Harras zu übertönen. Wie geht es, Templers? Moment. Der Inquisitor... Kann ich alles machen? Sammelt die Materialien, obwohl das ist eine Krise. Okay. Jetzt zu dir. Inquisitor, wie schön. Jeder Bänkelsänger würde sich alle 10 Finger danach lecken, diesem Aufeinandertreffen beiwohnen zu dürfen. Ich bin Lord Chancé de Lyon
Und ich bin hier, um euch dabei zu helfen, die Herzen der Leute mit Ehrfurcht zu erfüllen. Ich werde euch zu einem Champion machen. Gut, ich will den Leuten dienen. Champion werden gemacht. Kommt einfach zum Punkt. Hier. Ich würde mit Freuden lernen, den Leuten auf diese Weise zu dienen. Oh nein. Nein, nicht doch, mein Freund. Dass ihr euch freut, verstehe ich. Aber dienen werdet ihr nur von der Spitze aus. Ein Champion zu sein bedeutet einerseits ein Anführer zu sein, andererseits aber auch bekannt zu sein und respektiert. Selbstverständlich ist das in eurem Fall eine reine Formalität, eine Kleinigkeit und gänzlich überflüssig, da ihr ja bereits eine Nation anführt. Sobald ihr eure Standarte habt, werdet ihr andere befehligen, als ob ihr dafür geboren wäret. Was natürlich auch der Fall ist. Okay, dann reden wir mal. Was sind die Nachteile meiner Standarte? Wie ein Ritter oder Chevalier? Ja, hier. Ist ein Champion etwas ähnliches wie ein Ritter oder orlesianischer Chevalier? Es gibt in der Tat einige durchaus nützliche Gemeinsamkeiten. Doch diese Titel haben einen gewissen Ruf. Meiner Erfahrung nach sind Chevaliers zumeist Arschlöcher. Insofern sind die Leute auch nicht sonderlich geneigt, diese schmierigen Kerle zu bejubeln. Was sie wollen und was deshalb auch ihr sein wollt, ist ein Champion. Aha. Und die Nacht? Nein, zuerst meine Standarte? Ihr meint eine tatsächliche Standarte? Ich meine eure Farben. Irgendetwas, das ihr auf dem Schlachtfeld der Taverne oder dem Abort hissen könnt. Wo auch immer ihr mögt. Ihr könnt natürlich einfach ein Laken nehmen und es als Flagge bezeichnen. Aber die Inquisition ist kein Lastkahn. Sie ist ein Leuchtfeuer. Es ist ein letzter symbolischer Schritt. Um die Macht eines Champions zu erlangen, bedarf es keiner Unmengen an Gold oder sonstigen Unsinns. Und die Nachteile? Es gibt immer einen Preis. Wo also liegt das Risiko? Ah, die dunkle Zukunft all jener, deren Leben das Schwert ist. Wenn ihr einen Förderer bräuchtet, würde ich euch dringend empfehlen, eine kluge Wahl zu treffen. Die Fehler anderer haben schon viele den Kopf gekostet. Ihr jedoch, ihr seid selbst eine Autorität. Ihr seid bereits ein Anführer und ich wage zu behaupten, eure derzeitige Aufgabe birgt genügend Risiken. Wo also liegen die Gefahren einer Zukunft, in der ihr euch als Liebling des Volkes zurückzieht? Nun, seid ihr vielleicht gegen Seide allergisch? Es ist gut, ein Champion zu sein. Okay, zeig mir, wie es geht. Nun denn, Lord Chancey, ich bin bereit anzufangen. Selbstverständlich seid ihr das. Ihr wart es schon immer. Was euch erwartet, ist reine Formsache. Es gibt einen bestimmten Ablauf. Ihr stellt eure Fähigkeiten unter Beweis, damit die Leute anfangen zu reden. Aber das dürfte euch ja nicht schwerfallen. Und vergesst nicht, es ist gut, ein Champion zu sein. Was? Okay. Ein Champion. Ich dachte, die würden vielleicht darüber erzählen, was die Fähigkeiten und Vorteile und Nachteile wären, aber die schwafeln von irgendwelchen Schwachsinn. Oh ja, Triumph und Blut, bla bla bla. Ja, geliebt zu werden, bla bla bla. Ein Champion, die werden dir den Arsch küssen und da, ja, unterdrückten Kontrolle. Das kommt eher an dem, was beschrieben werden sollten. Was die Fähigkeiten sind, was man kann, was man nicht kann, wo geht man allergisch, wo die Schwächen liegen und so weiter. Was für was besser geeignet ist und so weiter und so fort. Aber nein, man schwaffelt gegen Schwachsinn daher. Von Triumph und bla bla bla. Ja, das ist Rhetorik, das ist Polarisieren, weil all das Mögliche, aber nicht das, was ich wissen will. Gut. Ich glaube, ich mache mich eigentlich mehr Templer, Plünderer, sammelt die Materialien, Champion. Champion ist mehr so Schutz. Templer ist gegen Magie und Plünderer ist Kampf. Ich bin eher für Templer geneigt, denn ich finde die Templer-Fähigkeiten praktisch. Ganz besonders, da wir keine Magie nutzen können, so Paladin-mäßig. Inquisitor. Eine Mischung aus gut gestelltem Körper gepaart mit magischer Magie. Inquisitor. Das wäre vorerst alles. Ja, ja.
Okay. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. Aber der Typ kam mir scheiße vor. Wie so ein dämlicher Lackaffe. Gut, okay. Okay, wer hat deine Schrift über die Technik des Stimmen? Was muss ich jetzt machen? Beschädigter Haras Embryum. Sammelt Materialien für einen Haras. Erwerbt eine Schrift über. Was bedeutet das? Was muss ich. Ah, verdammt. Was muss ich machen? Okay. Fertigt deinen Haras an und studiert die Techniken der Templer. Dann wird sich sehr in die Geheimnisse dieser legendären Spezialisierung einweisen. Bringe die Haras gefallener Templer in deinem Besitz, indem du Dämonen in den Hexenwald an der Weststraße und in der Lady Shinestyle Tal in den Hinterlanden bezwingst. Schriften sind unter den Besitztümern anderer Anhänger dieser Lehren zu finden. Was nicht, hat sich aber auch der Buchhändler in Val-Royo in seinem Sortiment. Obwohl sich ein Krieger letztlich nur in seinem Stil wirklich spezialisieren kann, bringt es unter Umständen erhebliche Vorteile, sich auch mit anderen zu befassen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's nach Val-Royo. Ja, verdammt, hier. Okay. Himmelsfeste. Ich glaube, hier war Haven. So schade, dass man da nicht mehr hingehen kann. Okay, zuerst mal nach Val-Royo, weil wir. Verbotene Oase. Weil wir da hin müssen, wegen Buch und so. Ist das der Händler? Händler. Okay, dann spazieren wir hier hin. Reisen. Ja. Wer kommt mit? Cassandra. Die wird es lieben, dass wir ein Templer werden. Cool. Schurke, Cole. Wer dabei noch ist, ist Varric. Da ist er, mein guter alter Freund. Und dann würde ich sagen, Solas. Bestätigen. Ja. Wir haben ja noch andere Aufgaben. Wir müssen nach Redcliffe. Und muss noch überlegen. Mit Solas müssen wir auch noch Zeug machen. Gut. Ah, und mit Cassandra müssen wir irgendwelche Feinde hinterher jagen. Oder? Oder verwechsel ich es gerade mit jemand anderem? Oder wir jetzt, wir können ja jetzt die Sachen knacken. Also wäre es auch möglich in mit... der Inquisition? Die rote Jenny? Das passt doch überhaupt nicht. Sie sorgt dafür, dass man uns nicht vergisst. Ich hoffe, sie hat überhaupt noch Zeit für uns. Oben im Vichess-Anwesen haben sie Probleme mit einem grabschigen Erben. Sie wird sich schon darum kümmern. Ihre Freunde sind überall. Okay, die Freunde der roten Jenny. Hätten wir sie dabei gehabt, hätte sie vielleicht etwas gesagt. Gilt das als wertvoll? Als sonstige? Aha. Gut, dann denke ich mal, das ist der Händler da drüben gemeint. Also der ganz hinten. Hatte ich nicht gesagt, dass es richtig war, keine Vorräte nach Haven zu schicken? Seht euch nur an, was dort geschehen ist. Mich beunruhigt eher die Frage, wer die Inquisition angegriffen hat und warum. Wen kümmert's? Die Kirche hat sie zu Ketzern erklärt. Da musste es ja früher oder später zu einem Angriff kommen. Ihre Heiligkeit ist tot. Und solange es mir keine göttliche verbietet, habe ich vor, die Inquisition mit Vorräten zu versorgen. Sie braucht unsere Hilfe. Warum ich seit Tagen nichts anderes mehr als sein schleppe? Okay. Mit den Menschen gibt es noch. Gebt auf euch acht. Okay. Ich dachte, vielleicht könnten wir ihn fragen. Also der Buchhändler, war das hier? Oder ein bisschen weiter oben? Zwei Händler? Inquisitor, willkommen! Dank eurer Investition konnte ich Sammler anheuern, die dem Weg eurer Abenteuer folgen und alles erneut durchkämmen.
Sollte euch ein Buch fehlen, werde ich mich bemühen, die Lücken zu füllen. Ich werde euch keine gute Geschichte oder wertvolle Information vorenthalten. Ja. Bitte seht euch nur um. Vielleicht konnte ich ja etwas sicherstellen, das ihr in eurem Bemühen, uns alle zu retten, übersehen habt. Gut, okay. Gut, wurde alles gekauft. Was haben wir sonst noch? Das wurde alles... Die Besänftigten... gefunden in der... Jeffinders Fall. Derens Fall stand... weil wir nicht dort waren, gab es nichts gefunden. Schloss Radcliffe. Okay, verstehe. Das sind die Codex-Einträge, die man ihr parfümierte Allerheiligstes. Gut. Nachricht und Briefe aus Tirins Fall. Ein Tropfen Blut befleckt eine Ecke des Briefes. Ja. Auswirkung der Verderbtheit. Eine pikante Angelegenheit. Okay. Das sind alles Codex-Einträge gewesen. Gut. Wo finden wir den Rest dieser Sachen? Rüstung Stufe 2, das ist leider das Problem. Ich brauche Stufe 3 oder sogar 4. Ja, 4. Erwerbt eine Schrift über die Techniken des Templers. Dann hier oben vielleicht? Hier. Aha. Okay, was haben wir hier? Oh. Oho. Drei kleine Kaiserinnen. Auszug aus einer überflüssigen Führung durch die Hauptstadt von Philippe Bade, bla bla bla. Untersuchen. Königliche Ruhestätte von Orlais. Auf einer Tafel steht, hier im Herzen der Basase bieten wir die feinsten Handwerkswaren für das Boudoir. Wir sind Geschäfte und Museen und unsere wahre Orientierung ist am Geschmack der ruhmreichen Herrscher der Vergangenheit. Ruft sanft. Ruht sanft, Landsleute. Ruht sanft für Nation Orleans. Okay. Dann können wir hier Seidebaumwolle kaufen. Okay, zwei. Kunariglas. Was genau? Aha. Banner der Templerorden, Kassin, Vorhang, Delish Vorhang. Ah, das sind. Zeugisches Glas. Und anderes Zeug, aber. Scheiße, ist das. Okay, das untere Teil ist ja halbwegs noch vertretbar, aber ich könnte mir gerade mal 10 Sachen leisten: Kunari-Vorhänge, Templer-Vorhänge, Vorhänge der Inquisition. Gut, Vorhänge. Grauen Wärter, freien Marsche, Banner der Templerorden, elfische, feraltische, Templervorhänge, Kirchenvorhänge, elfische Vorhänge. Was noch? Die Wintervorhänge, zeugische. Nehmen wir zeugische Vorhänge. Ah, ich sollte aufhören. So, okay, dann Vorhänge gefunden. Dekorateur erhalten. Ein Soldat, was hat er zu sagen? Euer Gnaden, die Anzahl derer, die sich der Inquisition anschließen wollen, hat deutlich zugenommen. Gut, aber wo kann man den Scheiß Buch kaufen? Das ist ein Waffenladen und ein Schwertladen, glaube ich. Ah, der Inquisitor. Ja. Ihr seid ja derzeit eine wahre Berühmtheit. Ich hoffe, ihr findet Gefallen an meinen Waren.
Ja. Warum habe ich diese Kleidung noch an? Ja. Buch über die... Für einen Hasser... Ja, ich glaube, wir hätten alles, oder? Komm zu mir, mein Kind. Und ich werde dich... Gut, was haben wir hier? Howl. Auch Val Royaux kommt nun in den Genuss der Waren meines Volkes, importiert aus so fernen Gegenden wie den Jägerhornbergen. Es ist lange her, seit wir sie zuletzt hier angeboten haben, doch dank der Inquisition lässt sich damit jetzt Geld verdienen. Gut, was hat der? Diese Rüstungen hat er wenigstens Pläne. Leerer Runenstein. Ah. Ein paar davon kaufen für Runen. Die Runenherstellung. Gut, bevor ich es vergesse. Wir haben keine Rüstung an. Oder warte. Du hast einmal das und dann das. Assassinenhaube. Das ist für unser Cole. So, jetzt haben wir ihr etwas zu sagen. Lass was. Der Inquisitor. Seid willkommen. Ja, es freut mich. Okay, was haben wir? Ah, hier. Haben Sie irgendwelche Pläne? Und auch nichts zu verkaufen. Gut, dann... Wo mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht... So, entweder da oder wir gehen ein Stockwerk weiter hoch. Und zwar wo? Hier vorne. Das ist der einzige Ort, der einen Händler hat. Mein Vorgesetzter sagt, der Wächter habe sich mit der Inquisition eingelassen. Mit der Inquisition? Aber es heißt doch, sie wären alle Ketzer. Es heißt vieles. Allerdings können sich Befehle auch ändern. Ihr Soldaten immer mit euren Befehlen. Ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht bewahren. Der Händler? Geheimniskästen. 10.000 Tacken. Nein, danke. Ihr kehrt also zurück? Ich nehme an, dieser Besuch wird ebenso erfüllend sein wie der letzte. Und dann könnt ihr gehen und in Geschäften einkaufen, die eurer Stellung angemessener sind. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich denke, ich sollte euch wissen lassen, dass ich der Inquisitor bin. Selbstverständlich seid ihr das. Glaubt ihr mir nicht? Doch, aber in diesem Augenblick seid ihr ebenso bedeutend wie jeder andere Träumer, der mein kleines Refugium betritt. Und ihr verdient dieselbe Behandlung. Aha. Nun, dann lebt wohl. Gebt bitte auf meinen Fußboden Acht. Er ist keine Füße gewohnt, die der Erde ausgesetzt waren. Keine Ahnung. Ihr wollt euch tatsächlich dem Edikt der Kirche widersetzen? Es gibt kein Edikt, sondern nur verzweifelte Klerikerinnen. Und wir haben doch beide gesehen, wie der Herold ihnen entgegengetreten ist. Die arme Mutter Hevara. Mit ein wenig Glück erklären sie bald zur Göttlichen, damit diese ganze Geschichte ein Ende hat. Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn überhaupt jemand etwas unternimmt, dann die Inquisition. Gut, danke. Danke für die Treue. Aber wo zum Geier kann man hier die scheiß Dinger kaufen? Wegen des Templers, bla bla bla. Obwohl sich die Krieger... Falls nicht, hätte sich aber auch der Buchhändler von Val Royaux in seinem Sortiment. Ich bin in Val Royaux, verdammt. Wie ist denn? Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.